Brigadeführer, was kann ich für Sie tun? Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen Sie aus mit Ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Herr Minister, wenn Sie diese Männer nicht bewaffnen können, dann können Sie nicht kämpfen. Sie sterben sinnlos. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Ja, das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Geben Sie sich keine Illusionen hin. Wir haben das deutsche Volk ja nicht gezwungen. Es hat uns selbst beauftragt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten.